Ich bin der Mino und meine Interessenschwerpunkte sind so ein bisschen Netzwerke, Hardware-Sachen. Ich trinke gerne Cocktails. Bitte, wenn ihr mir ein Bier spendieren wollt, nehmt lieber einen Schunk. Habe ich auch gestern schon gesagt. Und so ein bisschen Hacken und Musik und Lichttechnik. Interessieren mich. Warum mache ich einen SEF-Vortrag für euch heute? Seit 2014 beschäftige ich mich mit SEF, weil ich das in der Firma, wo ich arbeite, Osido aus Karlsruhe, einsetze als Storage-Lösung für unsere OpenStack-Cloud. Also wir haben das im Produktivbetrieb dort. Und seitdem haben wir einiges an Erfahrung gesammelt, was SEF angeht und was so die Sicherheit von SEF angeht. Und weil ich es einfach eine coole Technologie finde, habe ich mir gedacht, halte ich heute auf der GPN mal einen Vortrag darüber. Um was geht es in dem Vortrag? Es gibt euch eine kurze Einführung in Storage allgemein, was es da so gibt und wie sowas funktioniert normalerweise. Dann über SEF im Speziellen natürlich, die Basics von SEF, wo wir uns darüber unterhalten werden, die Verteilung von Daten innerhalb von SEF, die Sicherheit in dem Fall von SEF und am Ende noch ein bisschen Fragerunde. Zur Einführung. Was ist denn Storage im Allgemeinen? Naja, im Allgemeinen habe ich das schon in meinem Ankündigungstext geschrieben, das ist die Datenhalde. Also dahin schiebt man irgendwelche Daten, die man irgendwann wiederholen möchte oder nicht mehr holen möchte oder die man schnell wieder braucht. Und der Benutzer speichert also seine Daten auf diesem Medium, was auch, wie auch immer das aussieht. Und man kann jetzt sagen, in einem einfachen Szenario mit eurem Computer vor Ort hat man einen Benutzer, man hat ein Speichermedium zum Beispiel, eine Festplatte, und daraufhin werden die Daten gespeichert und abgerufen. Das ist jetzt aber nicht der klassische Storage-Fall, sondern es ist der Home-Use-Fall, den man da hat. Wenn man Storage redet, meint meistens noch was anderes. Nämlich man meint, dass man relativ viele Benutzer hat, die zusammen auf einen Speicher zugreifen möchten. Und in dem Fall spricht man meistens dann von einem Storage-Cluster, den man dafür benutzt. Erst recht, wenn man ganz schön viele Speichermedien hat. Also wenn man den Speicher zusammenfasst und ihn den ganzen Benutzern zur Verfügung stellen will, dann braucht man normalerweise einen Storage-Controller, der vorne dran agiert und der diese Anfragen annimmt von den Benutzern und dann ihnen sozusagen das zurückgibt, was sie haben möchten. Und hoffentlich auch nur das und nicht noch was anderes. Was hat es aber zur Folge? Umso mehr Benutzer man hat, umso mehr Speichermedien man hat, dieser Storage-Controller wird immer größer. Also den Aufwand, den man da treiben muss, um vielen Benutzern Zugang zu so einem System zu ermöglichen, ist relativ groß. Und es gibt halt relativ viel Overhead in diesem Management davon. Nicht mehr so, also die Festplatten skalieren eigentlich ziemlich linear normalerweise mit dem Bedarf, aber so ein Storage-Controller skaliert ein bisschen anders meistens an den Stellen, wenn es viele Benutzer werden, weil er muss die Benutzer auch noch mit skalieren. Also man hat dann so eine gemeinsame Lösung, wo man normalerweise Speicher und mehrere Controller hat. Also Controller im Sinne von die Systeme, die die Datenanfragen weiterleiten an die Benutzer oder halt die Daten gegennehmen zum Speichern. Und in den größeren Storage-Lösungen, die es heutzutage da draußen gibt, basiert das normalerweise immer darauf hinaus, läuft es immer darauf hinaus, dass man eben relativ viele von diesen Controller-Elementen hat, gegebenenfalls gleich viele wie Speicherelemente, um die Last einfach zu verteilen auf dem gesamten System. Also man möchte nicht so Bottlenecks haben, obwohl das manche Storage-Systeme immer noch haben, wo man einfach das Problem hat, dass der Durchsatz an diesen Bottlenecks der limitierende Faktor ist, warum ich nicht mehr Festplatten dazuhängen kann oder mehr SSDs und so weiter. Also versucht man schon im moderneren Bereich eher so diesen Controller-Ansatz aufzusplitten in mehrere Controller. Und dann passiert oft das, dass wenn die Kunden oder wenn Leute das brauchen, dass sie dann schnell ruckzuck zu proprietärer Software und proprietärer Hardware greifen, weil die eben diese Anforderungen erfüllt. Also man hat die Anforderungen der Benutzer, die verschiedene Protokolle erwarten, wie sie irgendwie Daten kriegen wollen. Und man hat das Problem, man muss dieses System irgendwie gemanagt bekommen. Und es gibt Open-Source-Möglichkeiten, das schon zu managen, die schon da waren. Und die ließen sich aber alle immer nicht so einfach konfigurieren. Also ich weiß nicht, ob ihr DRBD kennt und so weiter, zur Replikation von Daten oder zum Speichern von Daten.
das sind alles relativ komplexe Sachen, die auch im Zweifel nicht immer so laufen, wie man sich das vorstellt, also wie man es erwartet von einem Storage-System. Also viele Firmen greifen einfach zurück auf große Hersteller davon. Und dann hat man Vendor-Login und man kauft sich halt dumm und dämlich bei der Firma. Und wenn man dann irgendwann auch nochmal weiter skalieren will, dann gibt es gar nicht die Option eigentlich, eine Open-Source-Lösung damit zu integrieren, weil das Vendor-Zeug klappt nur mit dem Vendor-Zeug. Das war's dann. Also jetzt kommt aber Ceph ins Spiel. Ceph ist die Open-Source-Lösung, die versucht, dieses Problem aufzulösen. Es ist in erster Linie Open-Source. Es gibt auch eine Firma, die sich mit diesem Projekt beschäftigt. Inktank heißt die. Die versucht so ein bisschen den Enterprise-Level dafür zu schaffen, indem sie Support anbietet. Aber hauptsächlich muss man sagen, in dem Projekt ist es Community-driven. Also man hat eigentlich ganz viele Entwickler, die sich daran beteiligen und hier Code beitragen. Es ist ein skalierbares System. Also Ceph hat von Anfang an gesagt, wir müssen über mehrere Tausende an Festplatten skalieren können oder andere Medien skalieren können. Und das muss von Haus aus unterstützt werden. Da gibt es also nicht irgendwie, du kannst diesen Weg wählen, dann kannst du irgendwie nur 10 installieren, 10 Festplatten nehmen und du musst dann umswitchen auf einen anderen Weg, um dann zu 100 skalieren oder zu 1000 skalieren. Sondern das muss relativ linear passieren an den Stellen. Und der Algorithmus, den Ceph benutzt, stammt aus einer Forschungsarbeit. Also da hat sich nicht irgendjemand hingehockt und hat sich lange überlegt, so, wie kann ich das irgendwie sinnvoll vermarkten, wie kann man das irgendwie sinnvoll mit unserer Hardware zusammendengeln und so, sondern das war in erster Linie mal eine reine Forschungsarbeit, die darum ging, wie ich Daten verteilen kann über mehrere Systeme. Der Algorithmus hat ein paar Vorteile. Er bietet zum Beispiel den Vorteil, dass es kein Single Point of Failure gibt in dieser Lösung. Und er ist rein softwarebasiert an den Stellen. Also die Software kann man sich jederzeit auf einem normalen System installieren. Und er hat selbst kontrollierende Funktionen. Das heißt, er nimmt einem Arbeit ab an den Stellen, wo es zu Datenverlusten und so weiter kommen könnte, wenn nicht agiert wird. Also man könnte so von Self-Healing Technology reden, wäre das Passwort vielleicht dazu, die tatsächlich bei Ceph, finde ich, auf einem gesunden Level implementiert ist. Und man hat immer noch als Admin aber genug Eingriffsmöglichkeiten, sich damit zu beschäftigen oder Sachen zu verändern und Einflussnahme zu haben auf den Algorithmus. Nun zu den Basics von Ceph. Ceph basiert aus diesen 5 Komponenten. An der untersten Ebene gibt es Rados. Und Rados beschreibt diesen Algorithmus, wie ich ihn vorhin definiert habe, im Hauptsinne. Also der beschreibt die Logikebene. Dann gibt es libRados. Das ist die Library, die on top in allen möglichen Programmiersprachen Zugriff auf Rados implementiert. Und diese libRados wiederum wird auch genutzt von Projekten, die weiter oben dran stehen, die in Ceph mit eingebaut sind, nämlich dem Rados Gateway und dem Rados Block Device. Dazu erzähle ich euch aber später noch mehr. Und es gibt noch eine andere Implementierung, nämlich CephFS, wo ihr tatsächlich auch ein Filesystem bekommen könnt. Und wie man es schon hier sieht, gibt es verschiedene Anwendungszwecke für diese unterschiedlichen Subsysteme. Das eine Mal will man mit einer Applikation damit reden, das andere Mal möchte man mit einem VM sich dahin connecten oder mit einem Virtualisierer und das andere Mal kann man tatsächlich auch mit einem Betriebssystem Partitionen innen drin mounten. Wie lösen Sie jetzt dieses Speicherproblem in Ceph? Dafür gibt es die sogenannten OSDs. Und eine OSD ist ein Stück Software, was auf einem Storage-Node ausgeführt wird. Und das kann eine beliebige x86-Hardware sein, mit Festplattenanschlüssen, kein RAID-Controller notwendig und so weiter. Und dort startet man ein OSD-Daemon pro Festplatte. Und der fungiert dann sozusagen als Datenspeicher in einem Rados-System. Und der übernimmt auch Aufgaben wie Replikation. Also dieses kleine Stück Software, was da vorne dran hängt, kümmert sich auch darum, dass deine Daten, wenn man sie repliziert werden sollten, wenn du zum Beispiel dreifache oder vierfache Datenredundanz haben möchtest, aus Grund der Ausfallsicherheit, dass diese Daten auch von einer OSD auf die andere OSD geschrieben werden. Und es übernimmt auch den Recovery-Fall.
Also so schmal ist das Stück Software dann doch nicht mehr. Es wird dann auch hier tatsächlich unterstützt, dass wenn OSDs nicht mehr erreichbar werden, also mit OSD meine ich Synonym OSD plus Festplatte, also wenn eins davon nicht mehr erreichbar wird, dann wird ein Recovery-Fall angestoßen, wo der Algorithmus sich dann darum kümmert, dass die Daten wiederhergestellt werden. Und in dem Fall, was damit auch teilweise zusammenhängt, ist Backfilling unterstützt. Das heißt, auch wenn ich später meinen Cluster größer skaliere, kann es sein, dass sich vielleicht auf OSDs Sachen ändern und bestimmte Daten dort nicht mehr residieren sollten, sondern umgelagert werden sollten und so weiter. Oder dass ich einfach an den Parametern tweake und die OSD übernimmt es dann selber und kümmert sich selber um die Restrukturierung mit den anderen OSDs zusammen. Also es ist wirklich so ein Peer-to-Peer-Prinzip in den OSDs. Die kommunizieren relativ viel miteinander. Und darüber können sie dann auch sich rebalancen, wenn es zu dem Fall kommen sollte, dass irgendwie eine Datenungleichheit existiert, dass auf einem System irgendwie 20 GB liegen, auf dem anderen nur 10. Und sie können sich auch gegenseitig monitoren. Also sie wissen auch über ihren Status Bescheid. Sie wissen auch darüber, wie viele OSDs gerade im System sind und wenn eine OSD stirbt. Zu dem ganzen System braucht man allerdings mindestens zwei Speichermedien. Zwei SSDs, eine SSD, eine Festplatte. Meistens nimmt man zwei gleich große Festplatten dazu. Und die werden halt als OSDs eingebunden. Wie sieht so eine OSD aus im Detail? Man hat auf so einer OSD den oberen Layer, der ist eben dieses OSD-Stück Software. Darunter gibt es dann ein Filesystem, was tatsächlich austauschbar ist, wo es mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt ein paar Recommendations von Seiten von Sev, was man benutzen sollte für was. Also zum Beispiel, wenn ihr das wirklich im Produktivbetrieb irgendwo betreiben wollt, solltet ihr vielleicht nicht X4 nehmen. Da gibt es nämlich ein bisschen Probleme. Sondern meistens ist es XFS, was den Produktiveinsatz da benutzt wird. Und dann gibt es unten drunter, unter diesem Filesystem-Layer, gibt es dann die eigentlichen Festplatten. Und die Festplatten sind eben ganz normale Stangen-Hardware. Also das ist ganz normal, was ihr einkaufen könnt überall. Da ist nicht keine spezielle Anforderung daran. Und dann am Ende wird diese OSD in einen Gesamtclusterverbund gebracht. Oder diese OSDs. Also hier oben seht ihr den oberen Kasten. Der Teil hier, das ist das, was man als Storage Node bezeichnet. Und im unteren Bereich seht ihr dann, wie so Storage Nodes nebeneinander liegen, also normalerweise im Rack übereinander stehen und damit das Storage Cluster bilden. Man sieht es aber noch hier in dem Bild, diese kleinen schwarzen Kästen. Die haben eine andere Funktion in Sev. Und das sind die sogenannten Mons-Monitore, die man da hat. Und die tracken den Cluster-Status, der wichtig ist in so einem Distributed Storage-System. Du hast Cluster-Mitglieder, die natürlich verwaltet werden müssen. Und du hast natürlich immer den Status jedes einzelnen Cluster-Mitglieds, was verwaltet werden muss. Und dazu benutzt zur Meinungsfindung innerhalb von so einem Cluster, benutzt Sev einen Konsensus-Algorithmus, der die verteilten Entscheidungen ermöglicht. Also tatsächlich, dass hier Entscheidungen getroffen werden können, auch wenn tatsächlich OSDs wegfliegen, also OSDs oder Mons wegfliegen, können immer noch gewisserweise Mehrheiten gebildet werden und Entscheidungen getroffen werden. Das System bleibt nicht stehen. Von denen gibt es tatsächlich in einem Cluster relativ wenig. Also ich habe in dem Bild vorhin war das Verhältnis wahrscheinlich irgendwie so 1 zu 10 zwischen OSDs und Monitoren. Und die haben auch tatsächlich nur diese Aufgabe, die ich jetzt beschrieben habe. Also es gibt keinen User-Zugriff. Das heißt, der Benutzer, der mit dem Storage interagiert, weil er irgendwie Daten davon dort bezieht, agiert nicht mit diesem System. Und sie kümmern sich wirklich nur konzentriert um diese Cluster-Status-Geschichten. Dann, was ich vorhin angesprochen habe, was es gibt Librados eben, was diese Sachen implementiert, die man braucht, um Zugriff auf diese Rados-Applikationen zu kriegen. Also alle Rados-Applikationen, die on top waren in dem Schaubild vorhin, die nutzen Librados normalerweise, außer SelfFS. Und da ist es eben so, es gibt das für jegliche Programmiersprache normalerweise, eine Librados-Implementierung. Also die gängige Programmiersprache, ich möchte jetzt nicht irgendwie UGUG oder sowas hören. Und damit kann man effektiv direkten Zugriff auf die OSDs kriegen. Und da ist jetzt auch ein fundamentaler Unterschied, den man wissen muss, wenn man mit Sev oder mit Rados redet. Man muss immer über dieses Protokoll mit Rados reden.
Also ich habe hier wirklich ein Stück Software, was ich implementieren muss in meiner Applikation oder da, wo ich es verwenden will, um mit einem Self-Storage-Cluster zu reden. Weil dieses Stück Software ermöglicht mir, dass ich mit diesen OSDs, die ich vorher angelegt habe, direkt reden kann und mir auch darüber Statusinformationen abholen kann und selbst Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel eben, oh, diese OSD ist nicht mehr erreichbar für mich, deswegen probiere ich mal eine andere, weil die Daten sind repliziert auf den gesamten OSDs. In dem Fall von Librados habe ich auch kein HTTP-Overhead, weil es gibt auch HTTP-APIs innerhalb von Ceph und kann damit also relativ effizient drauf zugreifen. Die meistgängigste Implementierung ist halt die C-Implementierung an der Stelle. So, das war jetzt prinzipiell zum Datenzugriff. Jetzt gibt es die Applikationen, die oben drauf gesetzt sind. Dazu zählt in erster Linie das Rados Gateway. Das Rados Gateway ist ein Object Storage. Object Storage habe ich vorhin kurz schon in meinem OpenStack-Vortrag erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Object Storage redet davon, dass wir nicht ein gesamtes Dateisystem angucken, sondern wir gucken nur effektive Dateien an davon. Also man könnte sagen Objekte. Deswegen Object Storage. Also man guckt irgendwie eine Datei an. Das kann irgendwie geartet sein. Das kann ein Film sein, das kann eine Präsentation sein und so weiter. Und diese Datei möchte man dann speichern. Und dazu gibt es im Ceph das Rados Gateway, was eben ein Interface bietet auf HTTP-Ebene, um solche Daten speichern zu können. Und dafür gibt es ein REST-Interface per HTTP, was wiederum mit diesem Rados Gateway redet, was wiederum unten drunter mit libRados redet, um dann die Daten in das Storage, in den Storage-Cluster einzubringen. Also wir haben in diesem Rados Gateway diesen REST-Proxy. Wir haben ein Backend, und das ist Rados selbst. Und wir haben eine API für Buckets und Accounts. Also wenn man von Object Storage redet, gibt es auch, der bekanntesten Object Storage ist wahrscheinlich Amazon S3. Da gibt es immer die Definition von eben, man hat Objekte und man hat ein Bucket. Das heißt also irgendwie das Sammelbecken, wo die ganzen Objekte drin sind. Und darauf will man meistens Zugriff ermöglichen von unterschiedlichen Systemen her und deswegen braucht man natürlich auch Accounts und Zugriffsrechte. Und an der Stelle hat auch Ceph diese ganze Verwaltung eingebaut, um diese Zugriffsrechte zu realisieren und eben diese Buckets anlegen zu können. Und am Ende gibt es dann auch noch ein Feature, was oft gewünscht wird in der Art, nämlich das Accounting. Also ich will auch dann am Ende tatsächlich abrechnen können, was die Leute an Speicher dort nutzen im Object Storage. Meistens eben in Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Oder auch, wie oft greifen sie auf die Dateien zu? Also ist es eher so, dass es einmal gespeichert worden ist und dann nie wieder benutzt worden ist? Oder wird da regelmäßig hoch und runter geladen? Und an der Stelle, um es einfach integrierbarer zu machen in andere Systeme, ist dieses Rados Gateway auch S3 und Swift kompatibel. Swift ist ein OpenStack-Projekt, um Object Storage abzubilden und da integriert sich das schön. Aber auch eben S3-API, die von Amazon unterstützt wird, wird auch in Ceph unterstützt direkt. Also man muss seine Applikation, wenn die schon S3 benutzt, nicht umbauen, damit sie mit einem Ceph-Cluster reden kann. Jetzt gibt es noch ein weiteres System, eine weitere Applikation, die oben drauf liegt, nämlich RBD. Das Rados Block Device. Hier reden wir jetzt von Block Storage. Block Storage ist der Unterschied eben hier, wir speichern nicht so kleinere Dateien und sonst was, sondern wir speichern große Binary Blobs. Also wir wollen wirklich tatsächlich Festplatten abspeichern, um sie an VMs zu hängen und dann darauf die Software eben auszuführen zu können. Und dazu benutzen wir eben unser Ceph-Cluster, der aus vielen einzelnen Elementen innerhalb des Ceph-Clusters so, sogenannten Placement Groups, die sich hier ergeben, die Daten sich zusammensucht, die dieses Gesamt-Binary-Blob ergeben. Also er splittet dieses Gesamt-Binary-Blob auf in einzelne Subblöcke, die er dann verteilt im System. Wie er das macht und so weiter, das erkläre ich nachher noch. Und dann am Ende auf jeden Fall sucht er alle diese Daten zusammen, baut diesen einen Binary Blob, den er da braucht, innerhalb von libRados und gibt das mit libRBD an den Kernel weiter, der es einbinden kann. Auch das, wie wir es vorhin erwähnt haben, ist eben Software, also die libRBD und libRados, das ist Zeug, das muss auf dem Betriebssystem, wo das in der VM benutzt wird, implementiert sein. Und hier hat eben dann das Betriebssystem tatsächlich auch die Hoheit darüber, mitzukriegen, wo in welchem Cluster an mit welcher OSD gerade geredet werden muss. Also diese ganzen Punkte, die ihr unten seht, sind alles OSDs. Und da holt sich tatsächlich
die virtuelle Maschine selbst die Daten raus. Und weiß auch, wenn da ein System nicht mehr erreichbar wird, wo es hingehen muss, um die Daten doch noch zu kriegen. Dann gibt es das Ganze auch noch als Kernel-Modul, um sozusagen direkt Partitionen und sowas einbinden zu können. Da gibt es KRBD. Und damit kann man auf jedem beliebigen System, also ohne dass man die ganze System-Root-Partition nimmt sozusagen und über Ceph abbildet, kann man sich auch einzelne Partitionen darüber holen. Und das ist auch ein Feature, das im Kernel, in modernen Kerneln zwischenzeitlich drin ist. Also ein RADOS Block Device ist ein Festplattenabbild in erster Linie. Ein Speicherfestplattenabbilder. Man hat den Vorteil, dass man dann VMs losgelöst von Hosts hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Maschine habe, mit der ich mit libRADOS und RBD mir ein Volume eingebunden habe, dass tatsächlich diese Maschine sterben kann und ich kann dieses Volume auf einem anderen System wieder attachen und dann wieder das System hochfahren. Also ich schaffe es sozusagen, die persistenten Daten im Storage hinten zu halten, und wenn es der Fall kommt, dass eben mir das System, was eigentlich diese VM betreibt, stirbt, dass ich es dann trotzdem rüber migrieren kann, natürlich mit dem Ausfall auf ein anderes System. Dazu kann ich dieses Abbild, was da gebraucht wird, dieses Festplattenabbild, in meinem Cluster verteilt speichern. Das übernimmt Ceph eben für einen. Dass es wirklich die Daten striped und schön gleichmäßig verteilt. Ich habe dann auch noch so Features, wie dass ich Snapshots habe, dass ich tatsächlich von diesen Volumes, die ich dort habe, also diese Volume in der VM, einen Snapshot machen kann, der ziemlich instantan funktioniert an der Stelle und damit auch gar nicht das System im laufenden Betrieb beeinflusst, sondern einfach nur ein Abbild davon kriege. Und dazu unterstützt auch das System RADOS Block Device selber Copy-on-Write-Mechanismen, die es auch ermöglichen, dass ich tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit multiples VMs mit demselben Image hochfahren kann, weil ich Copy-on-Write mache. Aber dazu auch später mehr. Zur Unterstützung von wo RADOS Block Device überall drinnen ist. Ja, es ist im Kernel 2.6.39 und aufwärts drin. Also alles, was ihr mit 3 irgendwas habt, das sollte ohne Probleme funktionieren. Aber auch andere Applikationen haben das eben, also nicht nur Kernel hat es implementiert, sondern Applikationen wie GoEmu und KVM haben es schon eingebaut. Und in den Cloud-Lösungen, die es da draußen gibt, OpenStack, CloudStack, Nebula, Proxmox, gibt es Unterstützung dafür, dass man das benutzen kann, out of the box. Es gibt noch eine dritte Komponente, die ich vorhin bei den OSDs und bei den Monitoren nicht erwähnt habe. Das sind die MDS. Und die MDS sind die Metadatenserver innerhalb von einem Ceph-Cluster. Und Metadatenserver, das sieht man hier unten wieder, man hat einen Ceph-Cluster mit vielen OSDs, mit Monitoren und jetzt aber auch mit einem Metadata-Server oder sogar mehreren Metadata-Servern. Diese Metadatenserver dienen zur Entlastung von seinem Ceph-Cluster, wenn es darum geht, dass man direkt Filesysteme Zugriff haben möchte, also CephFS benutzen möchte. Also direkt sich eine Partition reinmounten möchte. Und dafür speichern die Metadaten im POSIX-kompatiblen Filesystemformat. Und sie kennen Verzeichnisstrukturen. Also sie wissen tatsächlich, wie Verzeichnisse aufgebaut sind, und sie kennen auch die Metadaten, die normalerweise mit Dateien in Verzeichnissen einhergehen, Besitzer, Speicherzeit, Rechte und so weiter, die halt benötigt werden, damit man auch tatsächlich ein reales Filesystem hat. Das Problem ist, wenn das nicht über so einen Metadatenserver abgelegt werden würde, würde das heißen, für ein Directory Listing mit LS müsste ich einmal quer über alle OSDs drüber rennen und müsste mir irgendwie die Daten besorgen und müsste mir rausschreiben, wie die heißen und so weiter. Das würde einen unheimlichen Load verursachen auf einem Storage Cluster. Und dafür benutzen sie eben spezielle Metadatenserver. Und die Metadaten selbst sind natürlich im RADOS gespeichert. Also RADOS benutzt sich selbst zum Speichern von diesen Metadaten. Und auch hier, diese Komponente liefert keine Dateiinhalte an User, also an Leute, die es benutzen. Also hier werden nur die Metadaten ausgeliefert, hier werden keinerlei Daten getunnelt über dieselbe Verbindung. Und im Moment ist es eigentlich einzig allein, diese Metadaten können genutzt werden von anderen Filesystems auch, aber im Moment ist das einzige Filesystem, was das unterstützt, ist CephFS. Also ein spezielles Filesystem, was nur auf Ceph ausgelegt ist. Wie klappt die Verteilung innerhalb von Ceph?
Es gibt die sogenannte Crush Map. Das ist einer der Hauptbestandteile des Algorithmus. Und dieser Algorithmus kriegt jetzt erstmal Daten vorgeliefert, nämlich so einen Datenblob. Und darüber bildet er einen Hash. Und diesen Hash nimmt er modulo die Nummer an Placement Groups. Und jetzt muss man mal erklären, was Placement Group ist denn eigentlich. Naja, eine Placement Group sagt, wo diese Daten auf welchen OSDs verteilt gespeichert werden sollen. Also es gibt zum Beispiel eine Placement Group, die sagt OSD 1, OSD 3, OSD 5. Und das heißt, wenn jetzt Daten in diese Placement Group reingeschrieben werden, dann werden sie auf OSD 1, OSD 3 und OSD 5 gespeichert. Das ist eine Indirektion, die der Client kennt. Also der Client schreibt nur in Placement Groups rein. Also Liberados schreibt nur in Placement Groups rein. Interessiert sich nicht dafür, was dann tatsächlich die Placement Group unten drunter tut, nämlich in welche OSDs sie reinschreibt. Sondern du gibst einfach dem Liberados eine Placement Group vor und sagst ihm, hier hast du eine Placement Group, kannst du so viele Daten reinschreiben, schreib mal rein. Und dann übernehme ich das mal und verteile das mal im Storage Cluster richtig. Aber du kriegst eben keine Information darüber, wo sie verteilt worden sind. Und in dem Fall jetzt, wo diese Binary Blob angekommen ist, zerteilt er das in solche Placement Groups. Das hier unten, diese bunten Punkte hier, sind alles Placement Groups. Und das, damit er eben die Anzahl der Placement Groups richtig hinkriegt, nimmt er eben modulo die Anzahl der Placement Groups, die oben da sind. Und durch den Hash hat er den Vorteil, dass er tatsächlich auf jeden Fall eine stabile Verteilung hinkriegt über die Placement Groups. Und der Crush Map bezeichnet dann den Zusammenschluss aus einer Placement Group mit einem Status und bestimmten Regeln, die man noch definieren kann. Und das ist dann die eigentliche Crush Map. Und die sagt jetzt eben zum Beispiel in dem Fall, diese Placement Group 10, also nicht 10, sondern die Placement Group, die 0, die erste Placement Group, die hier ist, die beinhaltet den Binary Blob 1.0 und der geht eben auf OSD 0 und auf OSD 7. Genau. Und wenn jetzt noch mehr solche Daten eben reinkommen, wie wir jetzt hier noch im Beispiel sehen, dann verteilt er die eben auf andere OSDs. Die Placement Group stellt eben sicher, die Placement Group, dass auf jeden Fall immer unterschiedliche OSDs benutzt werden. Also es kann nicht sein, dass eine Placement Group dreimal auf derselben OSD das speichert, sondern das übernimmt wirklich die Sicherheit, dass es verteilt über die ganzen OSDs ist. Und diese sinnvolle Verteilung passiert über einen pseudo-randomisierten Verteilungsalgorithmus. Ihr habt diese Hash-Funktion gesehen. Also diese Hash-Funktion ist es eben, die ich vorhin gemeint habe. Die ist sehr schnell. Und sie ist deterministisch und wiederholbar, was an dieser Stelle wichtig ist. Und sie hat auch eine statistische Gleichverteilung. Und dadurch entstehen stabile Zuweisungen, die sich auch seltenst verändern an den Stellen oder auch nur minimale Ausgleichungen brauchen. Und die Crush Map ist dadurch auch topologie-aware. Also sie weiß tatsächlich, wo diese Daten liegen und wie sie die Daten umstrukturieren muss, wenn es zum Fehlerfall kommt. Und sie kennt eine definierbare Replikation. Bei einem Ceph-System stellt man in der Crush Map ein, wie oft man Replikation, also wie viel Replikation man haben möchte. Standardmäßig ist 2. Das kann man hochskalieren bis 10. Dann muss man halt dementsprechend viel Hardware reinstecken. Aber es kannst du halt eben auch auf 2 lassen und dann hast du einfach nur einen Ausfall von einer OSD, hat im Zweifel keinen operativen Ausfall. Erst wenn die zweite OSD ausfällt, könnte es gegebenenfalls einen operativen Ausfall geben, wenn Ceph nicht rechtzeitig die Daten wieder neu verteilen konnte. Und hier kommt dann auch ins Spiel, man kann Gewichtungen noch innerhalb von Ceph definieren, um einfach zu ermöglichen, dass bestimmte Daten an bestimmten Stellen öfter repliziert werden sollen und an bestimmten Stellen seltener repliziert werden sollen oder auch unterschiedliche Storage-Medien unterstützen wie SSDs und herkömmliche Festplatten voneinander zu trennen. Und da gibt es eben Gewichtungsparameter, die man definieren kann. Jetzt komme ich noch kurz zurück zum Thema Copy-on-Write. Bei Copy-on-Write habe ich einfach den großen Vorteil, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Ubuntu-Image. So, das besteht aus 144 Objekten, die im Ceph gespeichert sind. Und diese 144 Objekte, die ich jetzt hier habe, die versuche ich jetzt in 3 VMs, also ich versuche jetzt 4 VMs zu starten, die exakt auch ein Ubuntu-System, also dieses Ubuntu-Image benutzen. Und im Normalfall führt es dazu, dass ich genau im Cluster diese Daten
nur einmal habe und diese vier Systeme, die da sind, sind nur als leere Hülle vorhanden und werden sich gemerkt, dass die Daten da benutzt werden. Aber vorerst passiert da gar nichts im Cluster. Der Cluster interessiert sich nicht dafür, wenn du Systeme startest, die auf Daten zugreifen, die bereits schon existieren, und dupliziert die auch nicht. Auch wenn das eigenständige virtuelle Maschinen sind. Was er dann tut, ist allerdings, wenn du schreibst, schreibt er in diese Schablone rein. Und das sind dann effektiv Daten, wo du das System vorher verändert hast, die auch geschrieben werden müssen und die abgespeichert werden müssen. Weil du hast jetzt Veränderungen gemacht an der linken Seite hier, die da nicht vorhanden sind. Also hast du jetzt 144 in dem Rechenbeispiel plus vier Sachen, die du verändert hast, also 148 Daten gespeichert. Wenn du jetzt hingehst und die Daten dann wieder lesen willst, dann liest er an unterschiedlichen Stellen, je nachdem, ob diese Daten schon mal benutzt worden, also schon mal verändert worden sind oder nicht. Wenn sie verändert worden sind, dann muss er in die Schablone gucken und ansonsten kann er in dieses Basis-Image sozusagen reingucken und kann die Daten dort nutzen. Und dadurch habe ich halt tatsächlich die Möglichkeit, dass ich in so einem OpenStack-Cluster, so einem Cloud-Cluster, hingehen kann und kann 500 virtuelle Ubuntus auf einmal starten und ich habe ziemlich innerhalb von ein paar Minuten diese Systeme oben, ohne dass ich vorher meinen Cluster überprüfen muss, ob er nicht gerade zu viel zu tun hat, weil er mir sonst abstürzen könnte oder sonst was. Also deswegen gibt es da wirklich die Copy-and-Write-Mechanismen, die einfach für diesen Anwendungsfall, dass ich eigentlich immer ziemlich vom selben Image ausgehe oder selben Basis ausgehe, dort relativ effizient arbeiten kann. Und jetzt müssen wir noch mal kurz über die Metadaten reden, die ich vorhin angesprochen habe. Nämlich diese Metadaten, da hat man vorhin ein Bild. Ja? Also im Normalfall, wenn der Client darauf zugreift, will er das haben, was zuletzt verändert worden ist. Also er will eigentlich nicht revisioniert darauf zugreifen können. Das bilden auch die gängigen Sachen dort nicht ab. Also Revision ist da eigentlich nicht eingebaut an der Stelle. Bei den Metadaten habe ich das Bild vorhin gezeigt, dass man eben diese Metadaten-Server hat. Und auch hier gibt es ein Skalierungsproblem, was Seth versucht zu lösen. Nämlich in so einem Cluster hat man mehrere Metadaten-Server, wenn man den Anspruch hat, SethFS und sowas zu benutzen, statt nur einen. Und statt dass man jetzt Bottlenecks hat in diesen Metadaten-Servern, wo vielleicht nur einer dann alle Anfragen beantwortet, hat man sich auch hierzu Gedanken gemacht, wie man das verteilen kann, wie man das besser tarieren kann an den Stellen. Und da ist man übergegangen dazu, einfach in diesem Directory-Tree, den man so kennt, also Verzeichnisbaum, hinzugehen, einfach Subtrees daraus zu nehmen und auf die Metadaten-Server zu verteilen. Und wenn ein System per SethFS Anfragen hat an Metadaten, dann weiß das, zu welchem Subtree es hin muss, weil es das Top-Element kennt und kann dann dementsprechend in diesem Subtree selber nachgucken, ohne dass die anderen Bäume davon beeinflusst werden. Also man hat tatsächlich einen Zugriff, der dann eben von den restlichen unbeeinflusst ist. So, jetzt gibt es noch ein paar Worte zu Seth und seiner Sicherheit. Seth hat das Problem, wie jede Storage-Lösung eigentlich das Problem hat, es wird relativ schnell sein. Und das heißt im Normalfall auch, dass sich Verbindungen zwischen Clients, also Leute, die Daten anfragen, und dem eigentlichen Cluster unverschlüsselt halte. Das heißt, die Daten, die hier fließen, sind komplett zum Mitlesen und Mitschneiden, weil ich eben nicht den Overhead haben möchte von Verschlüsselung an diesen Stellen noch. Aber sie unterstützen Session Tokens. Also bevor ein Client eine Verbindung aufbaut, authentifiziert er sich und gegen den Keyring von dem Cluster und geht dann auch hin und kriegt ein einmaliges Token zurück für diese Operation und kann dann über dieses Token seine Daten eben erfragen und ein anderer ist damit ausgeschlossen. Es gibt kein Man in the Middle an der Stelle. Also diese Keyrings, die kommen aus dem MDS-Nodes. Und da ist das Interessante daran, dass diese Keyrings halt da unverschlüsselt natürlich liegen. Und das heißt, wenn jemand Zugriff auf so ein System kriegt, kann er tatsächlich diesen Keyring exportieren und kann tatsächlich damit sich
mit dem Cluster verbinden und vorgeben, irgendjemand zu sein. Also da muss man relativ viel Sicherheit drauf legen, dass diese Systeme nach außen in dicht sind und dass da nicht jemand anders mit drin rumvorwerkt. Wenn man jetzt spezielle Sicherheitsanforderungen hat, zum Beispiel so ein Telekommunikationsprovider oder sowas, dann kann man auch Pool-Separierung betreiben. Das ist ein Feature, was ich vorher noch nicht vorgestellt habe, was Ceph drin ist. Ich kann jetzt über den Ceph-Cluster auch einzelne Pools definieren, die mir für bestimmte Anforderungen den Service leisten. Das ist dann zum Beispiel ein Pool, der ist hochperformanter 40.000 IOPS SSDs in einem Pool zusammengefasst. Oder ein anderer Pool, der heißt langsame Festplatten, um Object Storage abzubilden und so weiter. Also ich kann diese Pools nehmen und ich kann es tatsächlich mit diesen Pools aber auch erreichen, dass Daten, die nicht vermischt werden sollten am besten, weil irgendwie hochsensible Daten und weniger sensible Daten, über diese Pools voneinander separiert werden. Weil die Pools gehen über OSDs und definieren damit also eine Separierung von den eigentlichen physikalischen Festplatten. Und noch ein Angriffsvektor, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, ist die S3 Swift API an der Stelle. Es gibt nämlich diesen Dienst, den Ceph einfach nach außen hin schon zur Verfügung stellt meistens. Weil es convenient ist, dass man diese S3 API per Web erreichen kann. Und die wird meistens verschlüsselt angeboten per SSL. Hat man auch schon manchmal gesehen ohne SSL. Und dort werden eben die Daten hochgeladen und runtergeladen. Und die einzige Sicherheit, die man hat, wenn es nicht verschlüsselt ist, ist die Krypto, die Amazon geschrieben hat, als sie sich ihr S3-Protokoll ausgedacht haben. Vielleicht auch nicht unbedingt das, auf was man sich verlassen möchte. Und Swift-API, das ist jetzt in einem OpenStack-Fall interessant, wo OpenStack darauf zugreift, auf dieses Storage, wenn es Object-Storage benötigt wird. Und ein interessanter Angriffsvektor auf jeden Fall im Ceph ist auch DOS. Also Distributed Denial of Service gibt es auch in einem Cluster. Kann man auch sehr gut in einem Cluster spielen. Aber so die interessantesten Angriffsvektoren für DOS sind eigentlich so API-Requests. Hämmert man einfach mal 1000 API-Requests pro Sekunde gegen den Server dagegen. Mal gucken, was er tut. Auch wenn er vielleicht rejected das, oder wenn er sagt, die Daten sind nicht da oder sonst was. Und ein interessanter DOS ist, wenn man eine VM betreibt, die gegen so einen Ceph-Cluster gebaut ist, man verursacht mal ordentlich IO-Last. Wenn man sich überlegt, dass, wie ich vorhin erklärt habe, dass diese Daten aufgesplittet werden, also so eine Partition oder ein Filesystem, nicht ein Filesystem, eine virtuelle Festplatte, die angemountet wird an eine VM, wenn man überlegt, dass das eben aufgesplittet wird im Radius verteilt auf den Cluster, kann man relativ viel IO-Last, schlimme IO-Last verursachen, wenn man einfach kleine File-Writes macht und immer wieder löscht und File-Writes macht und wieder löscht und so weiter. Also man verursacht damit einfach so eine hohe IO-Last, dass im Zweifel halt die Replikation und sowas nicht mehr richtig funktioniert in einem Cluster. Und da gibt es Möglichkeiten, das abzufangen, aber genau an diesen Stellen wird auch noch tatsächlich viel gearbeitet, dass man das richtig hinkriegt und dass man auch so ein bisschen, ja? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Auf dem Ceph-Cluster liegen hat. Ah, danke. So. Das File-System auf dem Ceph-Cluster, wenn man das wirklich nutzt, muss man dann die Access-Time auch wirklich abschalten, weil das sonst zu viel Last erzeugt beim Lesen, wenn man viel sucht. Also eigentlich musst du es nicht abschalten, nee. Also ich habe es jetzt noch nicht im Live-Betrieb gesehen, wo es ein Problem deswegen durchaus gab, aber ich kann mir vorstellen, wenn du so 1000 plus Deployments machst, dann musst du dir solche Sachen überlegen, aber in der Skalierung habe ich noch nicht was gemacht damit. Also bis jetzt hat sich das relativ noch human verhalten an den Stellen, dass es nicht ein Problem gab. Aber ja, das Teilsystem darüber ist sehr entscheidend, wie ich am Anfang gesagt habe. Also wenn man damit ein X4 rumvorwerkt, dann kann man schnell an seine Limits kommen, weil das Filesystem einen gewissen Overhead hat, der gerade, wenn man dann noch eben kleine File-Writes macht und Reads macht, dass das schnell einem um die Ohren fliegt. Okay, dann war's das auch. Ich danke euch. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne jetzt stellen. Da ganz hinten? Ja. Mikrofon. Danke. Ich frage mich, wie es aussieht mit Partitionstoleranz. Also wenn jetzt mir der Router, der mein Netzwerk zusammenhält, ausfällt und ich zwei Partitionen habe und dann eine Partition Group
andere Schreibeingänge bekommt als, also die gleiche Partition Group in getrennten Nodes verschiedene Schreibanträge bekommt und somit inkonsistent wird. Kann man sowas erkennen? Kann man sowas fixen? Ja, also solche Split-Zustände, dafür gibt es Erkennung in Ceph eingebaut, die eben, die Anforderung ist zum Beispiel eben auch, dass man solche Ceph-Cluster deployt, dass man normalerweise in ungeraden OSDs arbeitet, um auch immer ein Quorum zu haben, mit dem man Entscheidungen treffen kann. Und das versucht eben auch immer die Liberados zu ermöglichen, dass ein Quorum gefunden werden kann und dass nicht passiert, dass eben unterschiedliche Zustände entstehen auf zwei Systemen, die dann nachher nicht mehr miteinander vereinbar sind. Also da gibt es Möglichkeiten dagegen zu mitigieren. Ich habe bis jetzt auch nicht irgendwo gesehen, dass das dann schiefgegangen ist. Ist das dann halbautomatisch oder muss man da manuell eingreifen? Das ist automatisch. Das ist das, was ich meinte vorhin mit, das übernimmt das Ceph-System selbst. Sehr cool, danke. So, jetzt hier vorne war noch eine Frage. Ich kann sie auch wiederholen, das ist kein Problem. Ja. Ich hätte eine Frage zu CephFS. Kannst du was sagen, was da so die Stabilität, Zuverlässigkeit, Entwicklungsstand und so weiter angeht? Gute Frage. CephFS befindet sich immer noch, nach meiner Meinung, in der Beta-Phase. Also die Stabilität davon ist nicht sehr gut. Es gibt auch viele Überlegungen, das nochmal umzubauen und anders zu strukturieren, um eine stabilere Lösung zu finden, die vielleicht auch nicht CephFS heißt, sondern irgendwie noch mehr Sachen unterstützt. Also da würde ich prinzipiell, ich finde es interessant, diesen Ansatz zu wählen, mit einem Filesystem auf Ceph aufzusetzen zu können, aber im Moment würde ich ganz schwer davon abraten, das produktiv irgendwo einzusetzen. Stefan, du hast noch? Okay. Hier? Dann da drüben. Kannst du was dazu sagen, wie klein man zu speichernde Objekte in einem S3 oder ähnlichen Setup machen darf? Gibt es da irgendwie einen konstanten Overhead pro gespeicherten Objekt? Mal angenommen, ich hätte irgendwas zwischen 100 Byte und 10 Gigabyte zu speichern, ungefähr gleich verteilt. Kann ich das damit tun, ohne weiter nachdenken zu müssen? Oder? Also im Falle von großen Dateien gibt es eine gewisse Limitierung, die man in Ceph auch konfigurieren kann, damit das auch nicht allzu groß wird. Weil das Thema ist, wenn er so eine große Datei annehmen muss, muss er die Auftrennung eben übernehmen und muss es dann teilen in diese ganze Placement Group rein und die wiederum auf alle OSDs. Also da ist die Limitierung meistens so die Placement Group Größe an der Stelle. Und da gibt es eben Parameter, um das noch zu tweaken oder je nach den Ansprüchen, die man hat. Aber klar, der Overhead, der entsteht, wenn man so eine 64-Kilobyte-Datei speichert, in so einem Object Storage, ist relativ groß. Und im Falle eben von Object Storage ist es performance-technisch für den Cluster weitaus krasser, als wenn man über ein Block-Device eben irgendwie 64 Byte dort verändert. Also da werden nicht mehrere Objekte zusammen in einen Bucket getan, bis der dann einen Füllstand erreicht hat und dann der nächste Bucket angefangen oder so etwas? Nee, also es füllt einfach gleichmäßig über die Placement Groups auf. Okay, danke. Da drüben war noch eine Frage. Wenn jetzt die einzelnen Daemons oder untereinander Mehrheitsentscheidungen treffen, kriege ich dann nicht einen Bottleneck, wenn ich sehr, sehr, sehr viele Festplatten mit jeweils einem Daemon habe, weil die ja untereinander für die große Anzahl Nutzer auch sehr viele Mehrheitsentscheidungen treffen müssen, dann eigentlich nicht mehr zu ihrer eigenen Aufgabe kommen? Ja, also die Chatterei, die sozusagen zwischen OSDs stattfindet, die wird natürlich, umso größer der Cluster wird, umso größer, so intensiver. Allerdings gibt es ja eben in diesem Clusterverbund nicht nur die OSDs, sondern es gibt auch noch die Monitore, die da mit reingehen und dann diese Systeme, also diese Mehrheitsentscheidungen mittragen auch und die Cluster-Stati überwachen. Und wenn man eben größere Cluster anlegt, kann man tatsächlich dann auch hingehen und kann dieses Miteinanderreden beschränken auf bestimmte Teilbereiche. Und dann kann man damit sozusagen dagegen wirken, dass es nicht zu groß wird. Also es gibt tatsächlich Ceph-Deployments, die gehen über mehrere tausende OSDs. Ja. Kann man das dann auch auf mehrere Netze aufteilen, dass man sagt, hier Netz A darf nur
ja, geredet werden und NetzB ist dann nur für die eigentlichen Daten zuständig? Das habe ich bis jetzt in der Art noch nicht gesehen. Also bis jetzt ist es eigentlich immer tatsächlich, du hast ein separates Storage-Network normalerweise, also eher eine VLAN-Separierung oder sowas, die dann dafür greift, eben diesen Storage-Traffic zu verwalten, aber das Chatten darüber findet eigentlich auch darunter statt. Ich schätze mal, mit so ein paar Linux-Bordmitteln könntest du es hinkriegen, dass du tatsächlich auch diese Verkehre auf unterschiedliche Interfaces auflegen kannst. Aber da nagelst du mich nicht fest, das weiß ich nicht, das habe ich nicht ausprobiert. Wenn jetzt ein Monitor- oder Metadatenserver ausfällt, kann dann ein normaler Node die Rolle von dem übernehmen? Ein normaler Node? Nee, also es gibt nicht so einen Fall, dass sich jetzt eine OSD oder ein System, wo OSDs drauflaufen, dann normalerweise um diesen Monitoring-Node kümmert. Das sind Fälle, die muss man dann selbst recovern tatsächlich. Also im Falle von einem Metadatenausfall ist es gar nicht so schlimm, weil die Metadaten sind überall gleich verteilt. Also jeder weiß über alles zwar Bescheid, aber die Anfrage kommt halt nur immer für einen bestimmten Teilbereich an eine bestimmte Node. Also in dem Fall musst du wirklich tatsächlich eine händische Sache machen, dass du irgendwo einen neuen Metadatenserver aufsetzt. Das fixt das System nicht selbst. Nur so, um es abschätzen zu können, was ist euer größter Ceph-Cluster, den ihr bisher aufgebaut habt, so in Terabyte, Festplatten, Clients etc.? Okay. Den Ceph-Cluster, den wir im Moment in Betrieb haben, sind 18 Terabyte, die allerdings dreifach repliziert, den wir im Betrieb haben. Und das habe ich in der Präsentation nicht gezeigt, aber man kann auch Caching-Mechanismen einbauen, damit der Zugriff schneller funktioniert, gerade für diese Write-Zyklen. Und da haben wir auch SSDs natürlich verbaut. Und Gesamtfestplatten sind es im Moment, ich glaube, 32. Und okay, danke. Vier OSDs oder vier. Das ist SSDs. Die Hälfte von dem, was wir in einem Node haben, deswegen. Danke. Ja. Also wir haben tatsächlich, wir haben 6 Nodes oder sowas und wir haben relativ wenig OSDs pro Festplatte reingehangen. Du meintest, die Library, die man lokal im Client einbindet, weiß, mit welchen OSDs sie reden muss. Was hält mich davon ab, OSDs anzufragen, die mich nichts angehen, nicht meine Daten beinhalten? Ich würde mal sagen, dass da der Session-Mechanismus greift an der Stelle, der dich dann nicht darauf zugreifen lässt. Und auch, ich glaube, dass die Datenzugriff dann schlichtweg ins Leere läuft. Also sie antwortet nicht darauf. Aber ich habe es nicht ausprobiert. Kannst du was zum Speicherverbrauch sagen? Also wie viel braucht ein OSD, wie viel braucht ein Monitoring-Server so an Arbeitsspeicher? Also OSD ist eben so viel Speicher, wie man haben möchte, weil es eben das Datengrab, was man da aufmacht. Ach, Arbeitsspeicher, okay. Arbeitsspeicher. Ja, also Ceph hat so ein paar grobe Vorgaben und die heißen normalerweise, ich glaube, es ist in der Dokumentation immer noch mit 1 GB angegeben pro OSD an Arbeitsspeicher, den man reservieren sollte. Also mal 8 OSDs, 8 GB. Bei uns benutzen wir 2. 2 GB. Ich habe das allerdings auch noch nicht gesehen, dass das irgendwie da ein Speicherproblem gab an den Stellen. Und wir in dem Monitoring-System und so weiter, da haben wir, glaube ich, auch nur 8 GB gesamt für das System reingebaut. Aber ob das wirklich notwendig ist, glaube ich nicht. Also es geht auch mit weitaus weniger an der Stelle. Beim Metadatenserver gegebenenfalls mit mehr. Also da war es, glaube ich, da haben wir 16 oder so gebaut. Ja. Ich hätte noch eine Anmerkung, falls jemand mit Python und RBD rumspielen will. Wir haben im Checkspace mal ein Projekt angefangen, einen Binary Paste Bin in Python zu implementieren. Da kann man also nicht nur Text reinschmeißen, da kann man auch Bilder, Filme, alles Mögliche reinschmeißen. Und der hat auch ein Ceph Backend, also wo okay. Mit RBD arbeitet. Ist allerdings momentan noch so ein bisschen nachbesserungswürdig. Also wenn sich jemand damit beschäftigen will, wäre ein Projekt. Okay.
Inwiefern unterstützt Ceph Multithread.io, also sei es für Verfügbarkeit oder auch Performance? Nochmal bitte, welche Technologie? Multithread.io, dass ich von mehreren Quellen gleichzeitig lesen kann, falls eine ausfällt, beziehungsweise auch zu Performance-Zwecken eventuell RAID-mäßig von mehreren zu lesen. Im konkreten Fall dieser Technologie, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Okay. Es kommen immer noch mehr und mehr. Also, weil vorhin die Frage kam, wieso, was da so große Setups sind. Also, ich weiß, dass wir auf Arbeit irgendwie 2 Petabyte an Ceph-Nodes haben, in alles SSDs, und das geht schon ganz gut. Ich weiß zwar nicht, wie genau das gebaut ist, aber das kann ich rausfinden. Ich weiß nur, dass die immer mehr Netzwerk wollen. Ja, netzwerkhungrig ist das System auf jeden Fall. Also, zum Beispiel auch, das ist genau das große Ding zwischen den Storage-Nodes, sollte man auf jeden Fall 10, 40 Gigabit-Verbindungen bauen, wenn man, je nachdem, wie viel OSDs man da reinsteckt. Oder wenn man viel SSDs benutzt. Okay, dann danke.